Willkommen zu einem Video mit Minecraft PE. Ja, vor ein paar Monaten, da habe ich euch ein Minecraft PE Fake gezeigt. Und ja, jetzt habe ich mir das originale Minecraft PE geholt und habe ein paar Redstone Sachen gebaut. Das ist nämlich die erste Folge von Minecraft Redstone Mechanics. Und ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, was ich denn als nächstes aus Redstone-Sachen bauen soll. Und heute ist da ein bisschen was angesagt. Man sieht es schon. Ja. Ja, ich glaube, man erkennt es schon. Das soll ein Müllverbrenner sein. Ja, ich werde die da zeigen und dann hier auf den beiden roten Feldern einmal nachbauen, damit ihr es auch seht, wie es geht. Ja, ich habe gleich zwei gebaut, weil ich habe da zwei verschiedene Versionen. Ganz ehrlich, die hier, die finde ich nicht so gut und die finde ich besser. Also müsst ihr wissen, was ihr besser findet. Und ihr seht, ich habe auch einen Kittel an. Oder so ein, ja, ein Kittel. Es sieht aus wie ein Arzt, aber eigentlich soll das ein Ingenieur darstellen. Egal, geht's los mit dem Video. So, da sind wir. Als erstes mal zeige ich euch drei ganz klassische Mülleimer. Hier einmal das Loch im Boden. Erklärt sich, glaube ich, von selbst. Dann die Lava, da wird alles direkt verbrannt. Und, da habe ich was vergessen. So, klassisches kleines Feuer. Nur was passiert, wenn da jemand reinfällt ins Loch? Warum fällt niemand rein? Los? Nein? Keine Lust? So. Da. Mist. Wenn man reinfällt, stoppt man entweder oder man sammelt die ganzen Sachen auf, die man nicht haben will. Dann die Lava. Was, wenn man da reinfällt? Ja. Wenn man da reinfällt, was passiert dann? Man verbrennt natürlich. Nur leider will das gerade irgendwie keiner. So. Wenn da jemand reinfällt, tot. Oder was mit Feuer? Wenn da jemand durchläuft, hups, plötzlich brennt man. Ja, das wäre natürlich nicht so gut. Deshalb machen wir ein richtig sicheres Feuerchen zum Verbrennen. Deshalb gehen wir mal hier rüber. Da waren wir auch gerade eben schon. Und dann nehmen wir mal Quarz. Wozu auch nicht. Hier, meine erste Version meiner Verbrennungsmaschine. Ziemlich kompakt. Und hier ist halt der Eingang unten. Legt man es rein und alles wird verbrannt. Ziemlich schnell. Ziemlich laut. Und hier ist der Eingang oben. Und das ist auch ziemlich laut. Hey Leute, ich bin gerade am Schneiden, aber egal. Ich habe noch einen Grund gefunden, warum man die Bauweise mit dem oberen Eingang nehmen sollte, nämlich wenn man einen Park baut, kann man überall ganz leicht Mülleimer aufstellen und es wird verbrannt. Ja, was unterscheidet die beiden jetzt eigentlich genau? Hier ist der Eingang oben, hier ist der Eingang unten. Hier werden zwei Redstone-Fackeln gebraucht, aber weniger Blöcke. Und hier wird nur ein einziges Redstone gebraucht, dafür halt zwei Blöcke mehr. Aber das ist auch nicht wirklich ein großer Unterschied. So, dann, wie ihr seht, beide funktionieren gleich. Beide haben eine Beobachter-Clock, hier und hier. Hier wird die Clock nach oben geschoben und hier nach unten. Und beide sind ziemlich kompakt, man sieht das hier.
so ziemlich klein. Könnte man auch in die Küche stellen. Darf man halt nicht reinfallen. Vor allem hier nicht. Hier kann man wirklich noch reinfallen. Ja, und hier halt nicht. So, dann gucken wir uns mal kurz an, was da alles so drin ist. Also zwei Redstone-Fackeln, ein Vergleicher, ein Trichter, ein Auswurfblock, ein Beobachter, ein haftender Kolben und sechs Quarzblöcke. Ja, also man fängt damit an, hier einen Beobachter hinzumachen und hier einen. Die powern sich die ganze Zeit gegenseitig, sieht man daran, dass es jetzt hier leuchtet. Und ich sollte mal kurz Tag machen. So, viel besser. Ich habe die ganze Zeit schon aufgenommen mit Nacht. Ah, egal. Dann ist ein bisschen im Weg. Ach komm. So. Dann kommt hier ein Spender, der nach oben zeigt und einmal schleichen und hier dran einen Trichter setzen. So. Dann kommt hier ein Vergleicher hin. Ein Quarzblock. Eine Redstone-Fackel. Noch ein Block drüber. Redstone-Fackel dran. Und Mist. Da einen klebrigen Kolben dran. Dann kann man sich hier aussuchen, ob man Feuer nimmt oder Lava. Also hier Feuer. Feuer und Lava. Ich nehme meistens eher Feuer. Aber naja, jetzt nehme ich mal Lava. So. Und so, dann müsst ihr mal kurz irgendwas da reinschmeißen. Ich brauche mal kurz irgendwas. Hier, der Schwert. Da. Jetzt wurde der Beobachter nach oben gezogen. Jetzt kann man hier auch die Lava reinsetzen. Dann können wir alles hier reinschmeißen und es wird alles verbrannt. Ja, so funktioniert das hier. Jetzt kommen wir hier hin. Wir brauchen ein Redstone, ein Redstone-Vergleicher, ein Auswurfblock, ein Trichter, zwei Beobachter, ein haftender Kolben und sechs Quarzblöcke. Oder andere Blöcke halt. Ich habe halt nun mal Quarz genommen. So, dann fangen wir auch hier an mit der Lava. Ich brauche noch eine Lava. So müssen wir erstmal einen kleinen Käfig dafür bauen. Und so. Dann kommt hier ein Block hin. Setzt das so daneben, guckt der nach unten, dann kommt hier ein Trichter dran, so, ein Beobachter hier hin, einer dahin, ein klebriger Kolben drunter, der nach oben zeigt. Und dann, das muss weg, muss hier ein Block hin, ein Vergleicher daran, ein Block hier hin, ein Block hier hin und dann hier einfach ein Redstone. Dann machen wir hier alles wieder rein und wird alles verbrannt. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Es war sehr kurz, ich weiß. Schreibt mal in die Kommentare, was ich noch bauen soll. Und ja, wir sehen uns dann. Also wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da.
Wenn ihr auch mehr wollt, lasst auch ein Like da, lasst unbedingt eine Bewertung in den Kommentaren da, um nichts mehr zu verpassen. Drückt den Abo-Button und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.